Andreas Schilling, Prix de Beauté in Wiesbaden, immer eine Herausforderung für Männer. Bauern, Kosmopoliten laden ein. Ich habe extra die doppelte Menge Aftershave heute aufgetragen. Was haben Sie? Ich halte mich heute Abend sehr dezent zurück und lasse mich lieber von den Düften der heute anwesenden Gäste inspirieren. Männerkosmetik, ist das ein großer Mythos oder benutzen Männer wirklich zunehmend auch Kosmetikprodukte? Die Kosmetik oder Beauty hat längst bei den Männern Einzug gehalten. Wenn ich von mir selbst ausgehe, um einen pflegenden Eindruck zu machen, aber auch zu hinterlassen, gehört ein gewisses Maß an pflegender Kosmetik in meiner Welt dazu. Die nutze ich dezent und fühle mich auch sehr wohl dabei. Das größere Geschäft wird natürlich mit Frauenkosmetik gemacht. Wir haben uns mal umgehört in der Branche. Man hört, dass Print wieder im Kommen ist. Viele digitale Experimente sind ein bisschen schiefgegangen auch. Ist das auch Ihr Eindruck, dass die Kunden zurückkommen? Die Kosmetikbranche war ja eine derjenigen, die einen extremen Shift weg von Print und hin zu digitalen Möglichkeiten vorgenommen hat, auch ausprobiert hat. Wir sehen heute, dass etwas Ernüchterung eingekehrt zu scheint und erleben eine Rückbesinnung, ich will nicht sagen Renaissance, aber wir verzeichnen zunehmend, dass die Beauty-Kunden, Kosmetik-Kunden sich wieder auf die Stärken von Print und die Möglichkeiten der Inszenierung über Print wieder nutzen. Luxus und Print, das passt ja sowieso zusammen. Profitieren Sie da mit Cosmopolitan, mit Madame besonders? Absolut, denn die Welt des Luxus ist ja eine Melange aus Fashion, aus Beauty, aus schön aussehen, sowohl im Beauty-Kosmetikbereich als auch im Fashion-Bereich. Insofern geht das eine mit dem anderen einher. Andererseits wollen die Kunden natürlich nicht Print pur, sondern gern die ganze Inszenierung. Was bietet Bauer da an, dass sozusagen ein Gesamtkonzept entsteht? Ich denke, in der heutigen Zeit der Digitalisierung geht es gar nicht mehr, dass man nur einkanalig Möglichkeiten und Optionen anbietet. Auch wir im Hause Bauer in der Entwicklung zu einem Multi-Business-Unternehmen bieten heute auch in der Vermarktung sämtliche Kanäle und Plattformen in Richtung Touchpoints zum Endconsumer. Klar, unsere Stärke liegt im Print, aber wir bedienen auch heute online, Social Media bis hin zu Live-Kommunikation, alle gängigen Plattformen, die es bedarf heute. Wie dieses Event hier in Wiesbaden, was ja auch die Kosmetikindustrie gerne wahrnimmt und was ein beliebter Treff ist. Am Ende des letzten Jahres, Ende 2019, hat uns die Nachricht überrascht, dass Bauer zusammen mit Serviceplan den kompletten Content-Marketing-Etat von der AOK gewonnen hat. Wie konnte das denn passieren, sozusagen? Das ist eine logische Konsequenz aus unserer eigenen DNA heraus, die da heißt Publishing. Wir sind ein House of Content und Storytelling. Und wir tun das natürlich in erster Linie für unsere eigenen Medienmarken und erreichen damit Millionen von Menschen. Aber wir gehen natürlich auch dazu über, unsere Stärken in der Content-Erstellung für externe Partner, für externe Kunden zu nutzen. AOK ist ein erster Key-Kunde, den wir gemeinsam mit Serviceplan für uns gewinnen konnten und wir freuen uns drauf. Was uns gewundert hat, dass wir gar nicht wussten, dass es eine Content-Marketing-Tochter gibt von Bauer. Dann kam der Etat-Gewinn. Wie haben Sie das angestellt? Die gab es auch noch nicht, sondern der Gewinn wurde aus den laufenden Strukturen, aus der bestehenden Redaktion heraus, gemeinsam mit dem Partner-Service-Plan gewonnen. Und nach dem Gewinn geht es jetzt darum, relativ schnell die Strukturen und Prozesse darauf abzubilden, um perspektivisch natürlich auch den ein oder anderen Kunden zusätzlich zu gewinnen. Machen Sie das dann integriert aus den Redaktionen raus oder gründen Sie auch eine Tochter für Content-Marketing, Content-Publishing? Wir machen das sehr überlegt, sehr sukzessive, ohne groß zunächst in Strukturen zu investieren, sondern wir lernen am bestehenden Projekt und werden uns dann langsam entwickeln, in welche Richtung ist offen. Da werden wir sehr schnell antizipieren, was die Anforderungen des Kunden und des Marktes sind.